Laut meinen Spionen auf Tempest mobilisiert das Imperium Truppen, um einen flüchtigen Gefangenen zu jagen. Mir fällt nur einer ein, der diesen Aufwand rechtfertigt. Es muss Caldarius sein. Die Wärter sind an ihm dran. Aber wenn wir Bliss vor ihnen erreichen, finden wir vielleicht einen neuen Verbündeten im Kampf gegen Rendain. Vorausgesetzt, er kommt da lebend raus. Piep, piep, piep. Nur aber. So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Battleborn. Ich bin der Onkel und bin wieder am Start ist der Snorks und der Smirk. Jawohl. Von Zweikampfsofa. Ja. Und wir sind in der dritten Episode, die wir jetzt nochmal anfangen müssen, weil wir ungefähr in der Hälfte verkackt haben. Wir sind nämlich alle gestorben und haben das Missionsziel nicht erreicht. Deswegen machen wir das nochmal. Soll ich mal Isaac nehmen? Tja, sowas. Ja, es gibt 8 Episoden, habe ich gesehen, im Story-Modus. Und wir sind erst in der dritten und kriegen aufs Maul. Wieso hast du mich dabei angeguckt? Ja. Oh, er spielt nicht den Heiler. Er spielt keinen Heiler. Achtung, Smirk spielt keinen Heiler. Ja, ihr werdet heute nicht geheilt. Achtung, Achtung. Das könnte vielleicht auch für mich scheiße sein, aber... Okay. Jetzt kommt das Intro der Episoden, das immer dasselbe ist. Hoffentlich rufe ich jetzt nicht wieder Heiler, Heiler. Heiler, Heiler. Ja, kannst du gerne rufen, aber ich werde nicht kommen, um dich zu heilen. Ich kann natürlich mal gucken und den Rücken kraulen, aber das hilft da nicht. Also vielleicht nochmal eben für die das noch nicht kennen, Battleborn, das sind tatsächlich nur Episoden, keine Story, wo man von der Basis aus startet oder so, sondern immer pro Episode startet man immer wieder neu. Genau. Und wenn es verkackst, spielt auch wieder eine neue Story. Richtig. Ach, ja, richtig. Okay. Und du laberst wieder während der Story. Wir holen dich hier lebend raus. Und du hilfst uns, Rendain zu töten. Ja. Ich brauche keine Hilfe. Oh. Ich brauche wohl doch Hilfe. Ist ja geil. Ich brauche keine Hilfe. Oh. Die Aegis Helmers Angriffs Panzers wurden bei der Flucht von Tempest komplett verbraucht. Wenn ihr euch nützlich machen wollt, stellt die Energieversorgung der Anlage wieder her. Das Hauptkraftwerk ist nicht mehr zu retten. Please, eine Idee? Laut dieser Baupläne von den VFR wurde in den Höhlen ein Hilfskraftwerk errichtet, aber nie in Betrieb genommen. Das ist unsere Chance. Nun, genauer gesagt, die einzige. So, auf geht's. Schön, dass du das auch noch sagst. Ich hab schon irgendwie 5 Leute weg, aber auf. Egal. Ich wollte gerade sagen, auf geht's. Und da hat ja schön die ganze Kriegsmannschaft... zusammengeschissen. Ich habe die Kriegsmannschaft zusammengeschissen. Genau. Das war kein Witz. Du bist wieder nur am Kisten öffnen, während wir hier alles killen, ne? Genau. Zur Hölle mit der Rüstung. Ich bin schockiert, dass du noch lebst. Hab schon Schlimmeres erlebt. Das hat er. Bunk. Dumm. Erwartet ihn noch jede Menge mehr davon. Nee. Hallo, das kann nur ich, das Fingerschnipsen. Ich wollte mal gucken, was der Nahkampf schafft, aber ich wollte schon jetzt. Also meiner schafft richtig was, muss ich mal so sagen. Kontrollpunkt. Was macht der Typ hinter dir? Hinter dir! Das ist der, die Ausgeburt, der Outcome aus, das ist erschrecklich. Ich krieg Bunk. Kotzen. Dumm. Er lebt noch, guck mal. Ja, aber er ist zurückgeworfen worden. Es tötet mir. Tja, wäre ein Heiler dabei, ne? Wäre ein Heiler bloß dabei. Was ist denn hier? Ja. So, ich baue hier wieder aus. 1-2 Schlag und ich nehme aufgepimpt. In meiner Helix waren gerade 3 Sachen zum Auswählen. Habt ihr das auch mal gehabt? Wenn du länger nicht aufgepimpt hast, ja. Nein, auf dem Helix-Strang habe ich 3 Möglichkeiten. Ja, der mittlere ist immer gut. Habe ich gemacht. Die VfR lassen so eine Ressource nicht an. Und er hat wieder gelabert während der Story. Es tut mir leid, liebe Zuschauer, der Smirk hat das Labersyndrom. Labert während der Story. Du hast nichts gesagt. Habt ihr schon mal gehabt in den 3 Blablabla? Das hast du nicht gesagt? Das hat er nicht gesagt? Nein. Natürlich. Jetzt habt ihr aber geredet. Niemals. Achso, wir wollten ja hier... aktivieren, ja, ne? Wir wollten Turrets aufbauen. Ach, mussten wir das? Besser wär's, sagen wir so. Das ist schon...
Im Süden vielleicht nochmal. Ich hab nichts mehr. Ich kann nichts mehr. Ich kann nichts. Ich hab nichts. Ich kann nichts. Hier ist kein Tourette. Entschuldigung. Ja, nicht so schlimm. So, ich aktiviere. Nicht in das Feuer gehen, wie immer gesagt. Ja, schon passiert. Ja. Welches Feuer? Die Lava da dort. Hallo? 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 Wo sind denn hier Feinde? Ich nehme mich mal vom großen Sack. Was zur Hölle passiert jetzt? Ja, will ich auch gerne wissen. Oh. Da oben irgendwas. Da rumpelt's. Ja. Da ist ein Felsen eingefallen. Ich wette, dass irgendwas sich gerade gestört fühlt. Bereit machen! Ja, wir sind bereit geboren, ja. Hallo? Irgendwas führt sich durch irgendwen irgendwie gestört. Auf geht's zur nächsten Welle. Da kommt schon das erste Gesocks. Immer auf mir. Man sich vorstellt, wie das hier anfängt, ne? Mit solchen kleinen scheiß Dinger. Die Einheimischen geweckt und sie sind nicht nur feindlich, sondern auch extrem. Oha, und sie sind viele. Also das hat Spaß gemacht. Was macht ihr denn hier? Geh weg. Genau. Ich will auch grad sagen. Musste an den Gegner vorbei, um ihn in den Rücken zu schießen. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das ist ein Turm. Ganz da oben, guck mal. Ganz schickerig. Wo, was, was, wo? Und da oben. Ja, hat keiner gesehen. Fein gemacht. Oh, fein gemacht. Fein gemacht. Genau, lob ihn doch mal. Super. Irgendwo muss ein Gegner sein, der noch nicht platt ist. Ja, so einen roten Punkt sehe ich aber hier auch. Da. Ist ja geil. Ich kriege ihn nicht. Siehst du ihn? Der große raus nicht schießen. Hä? Das ist Buggy, oder? Der ist hier in der Grafik drin. Och nö. Ja, so ein bisschen habe ich runter jetzt. Kann ich da was machen? Wo ist denn der? Ich sehe den nicht. Er geht uns mal weg, wir gehen dann schon nicht durch. Nee, ich treffe den nicht. Ich treffe ihn auch. Hab ihn. Jo. Welle abgeschlossen. Das ist ja geil. In der Grafik, das war knapp. Das war echt knapp. Wenn oh. Das nicht geht, dann gehst du in die Hose. Ist doch schon passiert. So was können sie nicht nochmal einbauen. Das ist knapp, wieso? Soße. Nächste Welle, juhu. Kann ich jetzt hochlaufen? Warum? Oh, diese kleinen Gelben wieder. Oh. Du bist erledigt. Totems weg, die Totems weg. Wie enttäuscht. Totems. Totems töten! Totem töten. Weg. Oh, da hinten sind ja noch mehr. Boah. Krass, deine Minigun, die glüht ja sogar vorne dran. Cool. Ist auch gerade ein bisschen heiß. Ah, ihr kleinen Drecksäcke, haut ab. Ihr Popelpisser. Das muss doch wehtun, wenn man Popel pisst. Digga. Macht mein Turret platt. Warum, wie große Popel hast denn du? Hä, wie große Popel hast denn du? Riesendinger, sag ich dir. Der Generator ist noch nicht voll hochgefahren. Und da lauern sicher noch mehr von diesen Dingern. Es ist noch nicht geschafft. Ja, ist klar. Es ist noch nicht geschafft. Nächste Welle. Lalalalalalala. So. Bis zum nächsten Mal. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, ich bin in der Nähe.
Ich leider nicht, aber ich habe ja auch genug Gesocks, um die ich abhalte, davon zur Basis zu kommen. Du warst das. So, Turm ist auch gleich weg. Jawohl. Oh, mein Schild ist auch nicht im Arsch. Heiler, Heiler! So, Kanada, Kanada. Kanada, in Kanada. Oh, dicker Mops. Das konnte ja nichts werden. Ist das der böse Bruder wieder von dir? Ah, hier wieder. Ja. Den kennen wir doch schon. Der ist schon gleich weg, der ist weg. Ich hab ihn doch. Ich habe meinen Bruder getötet. Warum kommt alles hier? Was soll das? Komm zu dem Turret hier. Nee, hier steht keiner. Okay. Ausgezeichnet. Der Generator funktioniert tadellos. Und nun? Nun leiten wir die Energie um zu unserem neuen Freund. Die Anlagensteuerung ist das nächste Ziel. Bewegung. Wenn Kaldarius gefunden wird, bevor er kampfbereit ist, hat er keine Chance. Dördelös. So, jetzt ist eine Tür aufgegangen, oder? Jawohl. Eine ganz kleine, unüberschaubare, unübersehbare Tür, würde ich sagen. Genau. Türe. Safe Point. Safe often, safe early. Genau, ich kann es nicht manuell steuern, aber... UPR. Ist das nicht bei mir richtig? UPR steht hier. Achso. Spore. Auch nicht Redo. Ja. Auch nicht Redo. Ja, da hinten haben wir noch ein bisschen Kristall. Muss eigentlich der große Splitter? Muss man eigentlich auch manchmal reloaden? Nee, ne? Nö. Ja, sei froh. Da hast du es aber echt gar. Ja, gut. Aber es wird zu schnell heiß, das Ding. Das läuft halt heiß. Schaltet sie aus und sichert das Energiewerk. Hier, komm sie. Sie ist ja auch gut drauf, ey. Der Rest weg hier. Metzel. Ja, und ganz oben auf dem Dach steht auch noch so ein großer Mobster. Mobster? Der Mobster. Ich bewundere, was du geleistet hast. Ich darf die hohe Spionin töten. Ich hab's vorbeigelegt. Na toll. Danke. Aufgestiegen. Leute, wir werden die Ande töten. Ja, die Spionin höchstpersönlich. Ich bin wohl nicht so beliebt, wie ich immer dachte. Ja. Ich bin ja gar nicht so beliebt, wie ich dachte. Ich gehe wieder mal hoch. Die rechte Seite war das. Ach ja, genau. Da kam jetzt der Mist. Haben wir hochgekrabbelt? Hä? Willst du hier eigentlich lang? Alternative Wege. Zu einem geheimen Gang. Nein. Leider nicht. Nur in den Tod. Der Schnitzler macht die Schnitzel. Ja. Merke ich. Mit ganz schön guter, dicker, fetter Panade. Ich brenne, warum eigentlich? Ich bin echt tot. Heiler. Ja, siehst du? Heiler. Der Turm in der Mitte, der ist ja noch an. Ja, das ist gar nicht unser Turm. Mir leider auch erst zu spät aufgegangen, so richtig. So. Oh, wie tragisch. Next weg. Ja, das war ein bisschen doof in den Turm gerade. Ach ja. Ich komme hier hoch. Ja, ich hab ihn aber. Eieiei, hier draußen ist los. Ich bin drin. Die Level eigentlich hier, ey. Oh, Heiler. Ah! Ich helfe den immer nicht. So, einen dicken habe ich weg. Der nächste ist direkt zu mir gekommen. Darf der das überhaupt? So, zwei habe ich weg. Hallo. Ich wollte mal Energie. Siehst du, jetzt ist schon wieder doof, dass der Heiler fehlt, ne? Ja. Jetzt, egal was ich tue, ist falsch, ne? Ja, toll. Jetzt hast es. Jetzt bist du auf dem richtigen Niveau. Genau. So ist richtig. Ich mag dich eigentlich auch gar nicht. Schockgeschütz, Stingergeschütz. Oder ein Schlaggeschütz.
Ich baue mal die Basis aus, okay? Macht er es. Ich leite dann mal die Wellen ein. Viva Welle. Ablink eingerichtet. Leite Energie zum Technikkern um. Ich bräuchte mal Energie. Verdammt, was nun? Energieumleitung geschaltet. Systemneustart benötigt. Bitte warten. Das ohne Heiler? Bereit machen. Hühles Truppen rücken zu eurer Position. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich hab mein Höschen schon nass. Feucht. Ja. Ich finde keine Energie. Ich auch nicht. Energie? Bisher passiert nichts. Sehen Sie, es passiert nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, hier haben wir noch. Da hüpft einer in die Mitte. Oh, sie rennt durch. Ich komme nicht hoch. So. Ne? Die machen unsere Geschütze kaputt. Jo. Also sobald du ein Geschütz baust, heißt das auch, dass das zuerst angegriffen wird. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ne? Wenn es auf Weg liegt. Die Mitte rechts oder so? Nee, Mitte links. Nee, das, was heißt auf dem Weg? Also bevor die tatsächlich das Ding in der Mitte unsere Mission gemacht haben, haben sie erst die Geschütze angegriffen. Okay, dann höre ich mal die Geschütze hier an und zwar damit. Au! Irgendwas kommt von rechts. Was ist das für Scheiß? Ja, ist aber nicht so wild. Das habe ich einigermaßen im Griff. Das links hast du nicht im Griff. Hinter dir. Das Geschütz hat dir gerade den Arsch gerettet. Ist ja auch ein schöner Arsch. Pah. Was gab's da jetzt zu lachen, Onkel? Hallo? Du kennst deinen Arsch ja gar nicht. Also, das verbiete ich mir jetzt, das Gelächter. Ich will ihn auch gar nicht kennen. Nein. So. Das ist noch nicht vorbei. Da kommt jede Menge Verstärkung vom Großkampfschiff. Wack. Oh, sie stöhnt aus. Okay. Welle ja, startet. Hallo? Ach, da. Zwei große. Ich geh mal rechts. Ja, sag ich doch. Da oben. Die kommen vom Flughafen. Na, komm schon. Hä? Jetzt sind sie weg. Onkel, wo bist du eigentlich? Autsch. Ja, ich wollte, Ja, ich wollt was? Ich bin wieder da. Du warst quasi gar nicht weg, wollte ich sagen. Das Geschütz war. Wollte gerade sagen, sonst müssen wir in dein Zeug schreiben, er bemühte sich redlich, aber das hilft nicht. Ich bin hoch, wo die Gegner waren, aber die sind dann weggesprungen, also runtergesprungen. Kurz bevor ich oben war. So, mein Suppe warten ist. Hallo, geh mir aus dem Weg. Ich sehe dich doch nicht mehr, wenn du so klein vor mir herläufst. Ich muss nach unten auf den Boden gucken da, sonst sehe ich dich doch nicht. Siehst du eigentlich, was ich hier mache? Du? Stehst da. Ah, ist ja witzig. Ich mache hier meine Süppchen und... Deine Süppchen? Du sollst keine Suppe... Die 5-Minuten-Terrine einmal bitte. Oh, da hinten ist diese... Diese Turrets da, diese... Turrets? Ja. Ist aber weg. Oh. Das ist ja eine geile Fähigkeit, ey. Wir merken hier. Wieso, was macht die? Splitter. Ja, ist so, ich spring weg und dann. Aber wir lassen noch so einen. Gegner direkt an der Base. Komm zurück. Gar nicht wahr. Gelogen. Ich hab sie gerade in die Luft befördert. Sie stehen nur da. Jetzt sind wir. Da ist ein Turm. Ich geh mal zum Turm. Hinter dir. Ey, du bist doch eigentlich weg. Entschuldigung, aber du nicht. Onkel, das sieht echt gut aus, was du da machst. Die fliegen alle nur hoch durch deine Bodenwelle da. Danach haust du dich da durch. Das ist echt geil. Ab die Bodenwelle.
meine Brückenfälle. Du weißt, was ich meine. Nützt das jetzt was, soll ich noch? Nützt das jetzt noch? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Leg mal ein Heilpilz hier hin. Oh, jetzt kommt wieder Bruder, Bruder. Du kannst keine Heilpilze. So, ich Heilpilze setzen, okay. Guck mal, er war schon schnell weg, der Junge, ne? Ah, hier ist halt ein anderer Kumpel. Ja, ja, Spaß hier, ne? Der ist ein Orks, der kommt ja. Dann mit ihm, ja. Also, das kann nicht so ganz stimmen, denn er ist gerade an dem... Wieso? Ich mach sie doch alle platt hier. Sobald einer nur dem Ding sich hier nähert, also nee, missionsmäßig bin ich der Einzige, der hier richtig arbeitet. Nee, ich meine, die sind an dem Turret vorbeigerannt auf das Ding zu. Also kann nicht so richtig stimmen, was du was da. Was war das? Ja. Ja. Und wo? Energie umgeleitet. Kadarius, das sollte genügen. Oh, eine Energiespitze. Ist das unser Mann? Ich sollte alle Leibeigenen schicken, um nachzusehen. Begebt euch schnell zum Techniker. Stehen bleiben. Kadarius braucht Hilfe. Stehen bleiben. Was war das? Da kam eine Wand auf mich zu. So, machen wir mal einen Break. Ja, das war mal wieder Battleborn. Ey! Preise sein Gedächtnis. Und ja, das war cool. Wir haben es fast geschafft. Dritte Episode. Nein, nicht wirklich. Ab jetzt geht's ja erst los. So weit waren wir auch schon mal. Richtig. Onkel, meinst du, wir schaffen das? Ja, wir schaffen das. Das klang jetzt voll, nicht so überzeugt. Das klang jetzt auch nicht so überzeugt. So, ja, wir schaffen das. Vielleicht. Vielleicht. Also vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.